los. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19, Elbsdorfer Heide. Was euch? Mit dabei war den Paul, den Tezuku und den Uwe. Hallo. 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 Der kleine Fiat, der Grüne, der hat wahrscheinlich irgendeine Mission gemacht, oder? Ich hab keine Ahnung, was der Fiat gemacht hat. Ich bin nur auf Wiesen unterwegs. Weil der steht gerade mitten auf dem Feld, aber hat hier so richtig schöne Streifen reingekobert. Ja, ich hätte ihn nur 6,8 Meter laufen lassen. Wir hatten eine Grubber-Mission auf alle Fälle, ne? Also. Achso, dann war Uwe das. Ja, kann sein. Dann war Uwe das. Uwe war's. Ist der Kurs irgendwo? Nein, ich hatte ihn nicht gespeichert. Halt 43 Tempo, ja? Was ist das? Wahrscheinlich ist er das, weil ich hab vorhin Feld 43 nicht gefunden. Das ist was ganz anderes. Aber der könnte vielleicht funktionieren. Der hat die richtige Breite. Einfach mal starten. Ich lasse ihn mal im ersten Wegpunkt starten. Einfach mal gucken, was passiert. Ne? Das ist, glaube ich, die Grundidee von CP. Einfach gucken, was passiert. Mal, ja. Ich bin mal gespannt, ob es schafft. So. Ah, Paul, das ist nicht schlecht, weil du hast die Woche jetzt gar nicht mitbekommen, was CP für Updates gemacht hat. Ja, dann muss ich es nochmal erklären. Kann Paul sich in der Folge angucken? Wir haben nur neue Fehler eingebaut. Die haben neue Fehler eingebaut, ja, das kann also, ein, nee, warte, ein was, kleinen Mini-Fehler, ja. Alte Fehler eingebaut, irgendwie so war das. Ja, der alte Code hat dazwischen gefunkt. Was das ist dasselbe Thema, warum du mich zwischen mittendrin in der Woche gefragt hast, ob ich den Server starten kann, weil du gucken willst, ob wir noch alle Felder besitzen. Meinst du solche Sachen? Nein, was für Dinger? Das war eine andere Geschichte. Naja, okay. Wollte ich nur was überprüfen. Das ist einfacher, einen Fehler zu überprüfen, wenn man weiß, man hat einen Server, wo ein Safe-Game vernünftig drauf läuft, als wenn ich mir das alles selber zusammendengeln muss. Naja. So, also Klee Silage ist fertig. Ne? So viel hat man da gar nicht gemacht. Kuppern bei allen Pressen, okay. Ja, Ballen machen Uwe nicht gerade. So, die Maisilage spare ich mir jetzt, weil sonst ist das die dritte Folge, wo ich irgendwas für die Tiere mache. Du Ärmster. Ist Paul im Stimmbruch? Immer. Was? Was? Ja, vielleicht habe ich ein bisschen Zement auf der Stimme liegen, das kann schon sein. Ist der Silo hier eigentlich blind? Ja, ne? Ah, ne, das ist unser. Ah, ne, Quatsch. Blind? Das, du bist auch so ein Blinder. Ne, das ist die Entnahme vom Silo. Mal, wir haben uns am Anfang der Woche erstmal die Arbeit angetan, alle Maschinen, also einige Maschinen zu reinigen und mal hinzustellen. Weil du bist ja nicht mehr vor und zurückgekommen teilweise. Ah, ja. Meinst du die ganzen Dinger, die wir letztes Mal so schön einfach auf die Seite geschoben haben? Häcksler und Drescher vielmehr. So. Okay, den würde ich mal hier... ich auch in die Garage. Kann ich schneller wickeln, Uwe. Ja, ich wollte gerade fragen, soll ich dich erstmal was anderes, soll ich erstmal was anderes machen? Kannst du machen, also wenn du noch was hast. Gucke mal. Hatten wir eine Spritze oder hatten wir nur einen Striegel? Ja, nur einen Striegel. Dann haben wir ein Problem, dann können wir die Zuckerrüben nicht in Unkrauten. Haben wir mal geliehen, ne? Haben wir nicht noch irgendwo was zum Spritzen, also das Pflanzenschutzmittel rumlegen in dem Bestimmt. Boah, warte mal, ich glaube, den hat Werner am Feld unten stehen lassen, war da nicht was? Genau, warte, bei der. Was war das denn? Pflanzenschutzmittel haben wir auf jeden Fall, ja. Bei der 36 müsste noch irgendwo so ein IPC-Container rumstehen, wenn das Ding so heißt. Können wir denn eine Spritze dann noch leisten zum Mieten? Wahrscheinlich nicht, ne? Warte, ich gucke mal. Vielleicht eine kleine. Spritze. Die kleine Kuhn 1500. Geht. Die Hardy geht. Ja. Das war's.
Dann würde ich aber tatsächlich eher sagen, die Hardy. Die Kerneland geht auch mit 28 Meter. Dann, warte mal, wie viel geht in die Kerneland rein? Ich hätte die Mega 2200 gemietet. Da kriegst du einen IWC-Container komplett rein. Dann steht da nicht unten noch so ein halber Container. Dann kann ich den danach am Hof entladen. Achso, die zwei Missionen können wir nicht abschließen, weil sonst muss ich Spritze kaufen. Noch nicht abgeben, weil da arbeiten wir noch. Aber die 73 kann ich doch, oder? Die 73 müsste gehen. Auf der 74 sind Geräte. Ich weiß nicht. So teuer ist eine Spritze gar nicht. Ja, können wir sonst noch kurz warten. Bis warum haben wir eigentlich noch Feld 50 natürlich zu ernten offen, den Hafer? Das hätten wir. Achso, Paul macht das gerade. Okay, ich wollte schon sagen, die habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Die ist auch ganz neu angenommen. Ja, okay. Die 43 ist gleich fertig. Da bin ich gerade. Was machst du denn da? Moment. Der fährt neu, weil irgendjemand den Kurs nicht gespeichert hat. Wieso hat er zwei kombinierte Kurse drin? Zwei kombinierte Kurse? Zwei kombinierte Kurse steht hier. Wisst ihr was, Männer? Ich mach den mal fertig, ne? Also. Mach das. Mach mal fertig. Okay, was soll ich tun, Männer? Ja. Okay. Du kannst sonst wieder einsteigen und die letzten Ballen schon mal nehmen und schon mal wegbringen hier. Du kannst in Feld 50 ein bisschen Abfahrgespanne hinstellen, wenn du willst. Geht nicht, ich will in den Warrior, aber da sitzt ein Paul drin. Ja, warte kurz. Da hörst du mich schon ein bisschen raus, ne? Also. Bisschen? Was? Ja. Uiuiuiui. Wir müssen schon ein bisschen reparieren. Ich hab Angst, ob unser Konto. Aber wir sind übrigens schuldenfrei, ne, by the way. Ja. Trotzdem pleite. Ja, aber. Ne? Warum macht ihr eigentlich Quaderbeine, wenn wir Fastbail rumstehen haben? Das ist eine gute Frage. Wer wird das komplette Missionsequipment benutzt haben? Jo, war da gerade so. Aber warum? Wir wollten mal Quaderballen machen. Aha. Weiß ich nicht, ihr habt damit letztes Mal angefangen auf der 4. Wo waren wir vorhin? Ich glaube, das lag daran, dass beim letzten Mal, wie wir die Mission gestartet hatten, das andere Zeug noch in Benutzung war. Irgendwas war da. Keine Ahnung. Was hast du nach der Aufnahme? Noch eine Aufnahme und dann was anderes. Noch eine Aufnahme. Das ist die Samstags, dann kommt noch die Sonntag. Ach so. Eine Folge. Ja gut, dann suche ich mir jetzt mal eine Mulde. Eine steht an der BGA, das ist der ÜLW-Dingens. Ne, da steht auch noch eine andere Mulde direkt. Können wir eigentlich die Silos zudecken? Naja, wir haben ja noch Wiesen, die wieder zu machen sind, ne? 68 und 59. 79. Ich frage, ob das mit rein soll. Aber wir haben ja auch noch ein Mais-Silo. Das können wir, glaube ich, abdecken beim Mais. Ja, 600. Mais haben wir erntereif. Haben wir auch. Ja. Was macht denn ihr die ganze Zeit? Das frage ich mich auch. Geräte putzen, tanken, Ball entwickeln. In der Reihenfolge. Ich putze und getankt, wenn er fertig ist. Ehrlich. Ja, aber es ist nie fertig. Ja, eben. Es ist ganz egal, wann du beginnst und wann du aufhörst. Es ist nie fertig hier. So, die Elf muss gegrubbert werden, richtig? Richtig. Was ist das für ein Traktor? Das ist ein Fiat. Einer unserer Arbeitstiere. Die normal im Hintergrund arbeiten. Früher hat man Esel genommen, jetzt haben wir Fiats. Warum funktioniert das hier nicht? Tenzoku? Weil das ein Missionsfeld ist und ein Missionsfeld wird nur erkannt, wenn es einspeicherst. Auf dem Server ist. Das Problem kennt Darky nur zu gut. Und ich habe es auch schon angesprochen und wir schauen mal, woran das liegt.
So, der läuft. Na, guck mal, hast du es ja hingekriegt. Ja. Mal benutzen, ne? Also. Da ist jetzt ein Ding, der läuft. Okay, was, wo braucht ihr mich? Ja. So, diese Stille. Du könntest dir nicht alle auf einmal den Hector nehmen mit dem ULW hinten dran und auf der 36 das Mais häckseln. Das da kann dann ins Fahrsilo rein und dann können wir das auch mal zuflicken. Perfekt. Wo ist er jetzt? Alter! Den hast du weggepackt, glaube ich. Er ist nicht frei! Paul? Ich hab Vermutung. Absoluter Minusmensch des Tages. Ich kann ihn noch eine Stunde weiter tappen. Ich hatte diese Idee 5 Sekunden, bevor Tensugu sie ausgesprochen hat. Dann brauche ich eine neue Idee, Tensugu. Du darfst es gleich übernehmen, wenn du willst. Ja. Naja, ist die Frage. Wir haben ja nur einen Pickup. Man könnte die Wiesen natürlich mähen. Dann müssen wir sie, glaube ich, auch erst noch schwaben, ne? Ich würde die einfach mit dem Maisgebiss mähen, wenn sie schon gehen. Warum? Lass doch mal eine Runde Dingens machen. Lass doch mal mit der Fastbell eine Runde machen, weil da können wir direkt heute noch was in die BGA werfen. Können wir auch machen. Sonst dauert das wieder. Man. Ja, dann nehme ich mir den. Oh, jetzt bin ich drin, jetzt sage ich's. Den Johnny. Bevor wieder jemand drin sitzt. Jetzt hab ich dir den Häcksler extra freigemacht. Ja, mein Gott, weißt du? Wer ist hier der Minusmensch? Frage ich mich auch ab und zu. Willst du mähen, Paul? Ich wollte jetzt eigentlich einen Abfahrgespann holen, weil da wahrscheinlich wieder Zeug ohne Ende runterkommt. Okay, warte mal, dann lass mich zumindest den Johnny anhängen, damit ich beim nächsten Mal noch weiß, was ich machen wollte. Ah ja. Warum ist Uwe eigentlich so Baum, ruhig? Unser Baum liegt immer noch hier mitten in der Prärie. Alter, das Mähwerk sieht aus, ne? So. Der Sukus kann sich nur um Stunden handeln, bis ich bei dir bin. Alles gut so. Dauert wieder was länger heute. Naja, ich hatte eben einen schönen Weg gefunden, um hier wegzufahren, aber ich finde ihn gerade nicht mehr, um wieder hinzufahren. Ach, da drüben. Diese finden, ja, das ist doch kraftlos. Da war die Brücke, okay. Ja, hey, irgendwie. Wieder mal häckseln. Da hinten rum. Und wow. Ich weiß nicht, ob der Weg so offiziell ist, den ich da auch immer fahre, aber man kommt zumindest. Ja, guck mal, ich habe hier eine Brücke gefunden. Die scheint offiziell zu sein. Oh nein. Ja, aber der. Ich habe nichts gesehen. Aber der Weg zur Brücke hin, da sieht mal ein bisschen komisch aus. Ja, da habe ich gerade mal das Nachbarfeld touchiert. Sag jetzt bitte nicht, du ziehst scharf rum. Ich zieh scharf rum. Astra, grüß dich. Oh, doppelgemoppelt bei Paul. Klar. Speedsync macht's möglich. Ey! Ja, da war nichts mehr drin. Warte. So. Wir haben ja alles da, weißt du? Da sind noch ein paar Liter drin. Oh. Ja. Aua, aua, hey, lass mich stehen. Ja, muss wegfahren. Das ist ja auch kein Wunder. Tensuku, wir müssen noch deinen Russen vom Feld hier gleich runterholen. Ja, war ich gleich. Gut, da vorne wird's eng. Bist du wach? Befreien. Hat jemand einen LKW in den Weg gestellt? Also bitte. Wer macht denn sowas? Da weiß ich auch nicht. Bist du denn überhaupt? Ich weiß gar nicht. Auf der 50 wahrscheinlich irgendwo. Ja. Was? Wieso hat da jemand einen LKW in den Weg gestellt? Naja, weil er vielleicht einen Drescher fahren sollte. Ja. Tut er doch. Alter, einen Ballen kriege ich nicht mit. Da kann doch nicht. Ne, zwei. Na gut.
So. Das funktioniert schon mal. Gut, liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.